Wie so viele eigentlich sehr gute Cocktails hat die Piña Colada in den 80er und 90er Jahren einiges über sich ergehen lassen müssen und genießt so heute häufig einen eher zweifelhaften Ruf. Dabei kann das ein fruchtig leckerer und trotzdem ausbalancierter Cocktail sein. Und wie ich die Piña Colada am liebsten zubereite, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und die Piña Colada ist nicht nur ein sehr bekannter Cocktail, sondern auch Begründerin ihrer eigenen Cocktailkategorie, nämlich der Coladas. Das sind tropisch fruchtige Cocktails mit Kokosnusscreme, Ananassaft und meist mit Rum. Populär geworden ist die Piña Colada in den 50er und 60er Jahren und damit als zeitgenössischer Klassiker zu bezeichnen. Die Mischung aus Rum, Kokoswasser und Frucht war aber schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei Seeleuten bekannt und so können wir das vermutlich als Vorläufer unseres heutigen Cocktails betrachten. Der Name Piña Colada tauchte bereits 1922 damals als Mischung aus Ananasrum, Limettensaft und Zucker auf. 1937 wird dann eine Piña Colada mit Kokos und Ananas erwähnt, ohne dabei aber genauer zu definieren, in welcher Form zum Beispiel die Kokos da in den Kokosnuss da in den Drink gehört. Heute gilt allgemein als anerkannt, dass die Piña Colada, so wie wir sie heute kennen und machen werden, also aus dem Mixer und eben mit Cream of Coconut, im Jahr 1954 in der Bar des Caribe Hilton in Puerto Rico kreiert wurde. Es gibt aber auch eine Bar namens La Barraquina in San Juan in Puerto Rico, die die Erfindung durch ihren Barkeeper Don Ramos Portas Mingo im Jahr 1963 für sich beansprucht. In der Folge wird die Piña Colada dann in mehreren Cocktailbüchern abgedruckt und ja, seit dem Jahr 1978 ist sie sogar das Nationalgetränk von Puerto Rico. Rezepte gibt es für diesen Drink sehr viele, mit und ohne Sahne, mit weißem oder mit braunem Rum, mal aus dem Mixer, mal aus dem Shaker. Wichtig dabei ist aus meiner Sicht aber, eine Piña Colada muss immer mit Cream of Coconut gemacht werden und nicht mit anderen Produkten wie Kokossirup oder Kokosmilch. Wir werden unsere Piña Colada heute mit dem Mixer machen. Wir werden Cream of Coconut natürlich verwenden, keine Sahne. Und wir werden einen intensiven Jamaika-Rum verwenden, um genau zu sein, einen weißen und einen braunen. Denn die werden sich geschmacklich in dem Drink auch noch richtig durchsetzen. Ja, und bei den Säften, wir brauchen Ananas und Limettensaft, gilt auf jeden Fall das Credo, weniger ist mehr. So werden wir am Ende einen ausbalancierten Drink erhalten mit einem sehr cremigen Mundgefühl, mit der Süße von unserer Cream of Coconut, mit Süße und Säure unserer frischen Ananas, aber eben auch mit klar erkennbaren Rum-Aromen und ja, besonders die Ester-Aromen, diese typischen Jamaika-Rum-Aromen werden hier mit Sicherheit noch ordentlich durchkommen. Ja, dann legen wir los. Wir brauchen von unserem Mixer das Gefäß und als allererstes nehmen wir die Cream of Coconut. Ich habe hier 4 cl schon abgemessen und da das ein bisschen zähflüssig ist, hängen wir das jetzt hier ein und lassen das ins Gefäß laufen, während wir die anderen Zutaten hinzugeben. Als nächstes kommt ein Ananassaft mit 3 cl dazu. Zum Ananassaft kommt frisch gepresster Limettensaft, davon 1,5 cl. So, dann kommt unser Rum. Ich habe hier einen Ray & Nephew, ein 63%iger Jamaika-Rum. Davon brauchen wir 3 cl. Und auch von unserem Smith & Cross. Das ist ein brauner Jamaika-Rum mit 57 Volumenprozenten. Davon 3 cl. Unsere Cream of Coconut ist inzwischen auch größtenteils rausgelaufen.
Jetzt kommt unsere Ananas noch in den Shaker. Ich habe hier, Sie können ja sehen, ja, eine gute Handvoll Ananasstückchen, die jetzt hier dazukommen. Ups. Na, jetzt aber. So. Ja, ich würde sagen, das reicht. Dann füllen wir das Behältnis mit Eis. Das habe ich vorgecrackt. Also das sind eigentlich große Würfel, die ich ein bisschen klein geschlagen habe, damit sie sich gleich besser im Mixer auflösen. Denn das Eis zusammen mit der Ananas wird gleich diese sämige, diese cremige Konsistenz geben, die wir in dem Drink haben wollen. So, wir machen das Ganze zu. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Zwischendrin noch mal ein bisschen schütteln, dass sich alles gut verteilt. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann schnappen wir uns unser schön kitschiges Ananasglas und geben die Piña Colada da hinein. Das hat genau die Konsistenz, die wir auch haben wollten. Jetzt kommt noch ein Strohhalm dazu. Ich habe hier drei Ananasblätter, die wir als Deko mit hineingeben können. Und auch noch so ein Ananas-Eckchen auf einem Spieß. Ja, und wenn man mag, und ich mag, dann kann man noch eine Maraschino-Kirsche als Deko oben drauf geben mit ein bisschen von dem Saft. Und das wird dann schön in den Drink hinunterlaufen. Ah, Label Out habe ich mal gelernt. So. Ja, und ich kann euch die Piña Colada präsentieren. Ja, dann will ich natürlich auch probieren. Genau so stelle ich mir zumindest eine Piña Colada vor. Wir haben Süße, natürlich. Wir haben Fruchtigkeit. Aber wir haben eben auch ganz klar erkennbar noch unseren Jamaika rum. Dieser Jamaika-Funk, diese Esternoten, die sind halt ganz klar erkennbar. Die sind nicht dominant. Das ist wirklich eine schöne Balance über den kompletten Drink. Natürlich ist er insgesamt auf der fruchtigeren Seite. Es ist wie ein flüssiger, guter Nachtisch. Es ist wirklich gefährlich, denn den könnte man sehr schnell trinken, ohne zu merken, wie viel Alkohol da wirklich drin ist. Im 2 Overproof Rums, die aber eben, wie gesagt, erkennbar, aber in keinster Weise dominant sind. Und ja, das ist ein ganz spannendes Spiel, aber wie gesagt, das ist kein ungefährlicher Drink, da muss man ein bisschen aufpassen. Probiert den Drink aus, schreibt mir gerne, ob er euch so schmeckt oder ob ihr ihn anders machen würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn dann sehen wir uns zum nächsten Drink wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dann. Tschüss.